herzlichen Dank. Also mein Part wird das Material Hartmetall sein und der Herr Betzola wird sich um die Anwendungstechnik kümmern und auch die Beschichtungsanwendung sind mit enthalten. Keine Sorge. Generell die Firma Serra Tisit ist jetzt seit 95 Jahren im Markt. Das ist in der Gründungsphase von Hartmetall, sind zwei Hartmetall-Pioniere mittlerweile fusioniert, die Firma Planse Tisit, die in Reutte, Tirol begonnen hat und die Firma Serra Metall, die in Luxemburg in den 1920er und 30er gegründet worden und wir sind jetzt seit 12 Jahren fusioniert, deswegen der Name Serra Tisit, ein Kunstwort sozusagen. Wir sind mittlerweile weltweit vertreten durch Akquisitionen. Sie sehen auch, unser Fokus ist natürlich europäisch, aber wir haben auch das asiatische Netzwerk als auch in den amerikanischen Ländern unser Netzwerk mit Vertriebs- und Produktionsstätten aufbauen können die letzten Jahre. Hartmetall an sich, die ersten Patente gibt es seit 1922, damals von Osram beschrieben. Und der Markenname, der für Hartmetall noch länger unterwegs ist, Vidia, kommt aus dem Begriff wie Diamant, der stammt von 1926. Die sehen also schon sehr alte Werkstoffe, die sich aber in den letzten Jahren doch deutlich weiterentwickelt haben. Für diejenigen, die von Ihnen nicht so mit dem Hartmetall an sich so vertraut sind, im Prinzip haben wir einen Verbundwerkstoff, der aus zwei Basiskomponenten besteht, der Hartstoffphase, dem Wolframkarbid und der Binderphase, das ist in der Regel Kobalt, können aber auch andere metallischen Elemente wie Nickel, Eisen vorhanden sein. Der Hartstoff gibt dem Ganzen die Härte, die dem Verschleißwiderstand entspricht. Und auf der anderen Seite haben wir über die Binderphase die Duktilität. Die Kombination aus Binderanteil und Größe des Hartstoffs, Wolframkarbid, gibt ein Dreieck der Eigenschaften. Einmal haben wir die Verschleißbeständigkeit hier oben dargestellt, die korreliert zur Härte, da komme ich nachher noch darauf dazu. Der perfekte Hartmetallwerkstoff ist dazu quasi sehr binderarm, hat ganz geringe Korngrößen. Wenn es sehr zäh sein soll, was wir vorhin auch schon gehört haben, dann ist es genau gegenläufig. Kobaltanteil sollte möglichst hoch sein, die Körner sollten möglichst groß sein. Und last not least, aber in die Schematik gar nicht passend, wenn es eine Biegefestigkeit als Anforderungsprofil gefordert ist, soll der Kobaltanteil möglichst hoch sein und die Korngröße möglichst gering. Und wie Sie sich vorstellen können, in diesem Dreieck muss man halt immer anwendungsspezifisch optimieren. Die Härte ist relativ einfach erstmal im Zusammenhang als Maß für einen Verschleißwiderstand. Achtung, das funktioniert nur in, sagen wir mal, trockenen Bedingungen. Haben Sie eine überlagerte Korrosion, gilt diese Basisregel nicht mehr. Andersrum, haben Sie keinen Zusammenhang zwischen Verschleißbeständigkeit und Härte des Materials, haben Sie wahrscheinlich ein Korrosionsproblem. Denn Sie sehen, die Struktur wird durch Korrosion hier im Querschliff dargestellt, deutlich geschwächt. Dadurch gibt es lokale Porositäten und die Integrität des Werkstoffes nicht mehr gegeben. Ansonsten nimmt die Härte mit zunehmendem Kobaltanteil ab und mit zunehmender Korngröße ebenfalls. Die Biegebruchfestigkeit, Hartmetall ist ein sprödharter Werkstoff, wie auch Keramiken. Das heißt, da hat man einmal die rein materialbedingten Kennwerte, die hier nochmal über die Kobaltanteile und die Korngröße dargestellt sind. Aber Achtung, Defekte sind bruchauslösende Fehler aufgrund der Spannungsüberhöhung lokal und Bauteile oder Beispiele aus der Praxis. Hier hat man eine große Achse gehabt, 45 Durchmesser, 700 lang, die ist gebrochen in der Anwendung. Und dann hat man dann nachgeschaut, die Oberflächengüte war nicht perfekt und Sie sehen hier im Bruchspiegel einen Oberflächendefekt durch eine Schleifriefe, der das Material hat versagen lassen in der mechanischen Belastung. Andere möglichen Defekte, die man natürlich durch den Fertigungsprozess ausschließen sollte, sind solche Grobkristalle, auch das ist ein Defekt. Oder was ein absolutes No-Go ist, sind natürlich Poren. Poren sind da auch absolut No-Go. Die Risszähigkeit, da gibt es diesen famösen Faktor K1C, das ist ein Widerstandsfaktor gegen Risszähigkeit. Hier auch dargestellt die Abhängigkeit des K1C-Werts über den Kobaltanteil und die Korngrößen. Gegenläufig zur Härte die Eigenschaften. Im Prinzip hat man zwei Zustände. Man hat ein unterkritisches Wachstum von Rissen.
klassisches Beispiel, die Frontscheiben Ihres Fahrzeugs. Der Mechanismus funktioniert zwar ein bisschen anders, aber Sie haben einen Steinschlag, Sie haben einen kleinen Impact, Sie sehen den kleinen Riss. Der Riss ist aber gebremst und wächst nur ganz langsam weiter. Bei Tagen wie heute, tagsüber heiß, nachts kalt, werden Sie sehen, der Riss wächst Ihnen aber auf. Nichtsdestotrotz, Ihr Bauteil, in dem Fall die Fensterscheibe des Autos, ist funktionell, Sie können weiterfahren. Probieren Sie es bitte nicht mit der Heckscheibe aus, da ist es nicht mehr funktionabel. Würden Sie solchen Impact auf die Heckscheibe kriegen, wäre die sofort K.O. und Sie könnten die Reise erstmal nicht weiterführen. Im Prinzip ist das im Hartmetall auch. Hohe und niedrige Bruchzähigkeitswerte können wir über die Struktur einstellen. Im Grobkornmaterial läuft der Riss hier rot dargestellt, sozusagen entlang der Körner hoch und runter. Dieser Prozess der langsamen Rissbildung verbraucht Energie, die von außen eingebracht wird, und der Riss stoppt irgendwann, wenn die Energie aufgezehrt ist. Ein feinstkörniges Material hat diesen Mechanismus nicht, da geht der Riss eigentlich durch, führt zum sofortigen Bauteilversagen. Das braucht in der Anwendungstechnik heutzutage niemand. Sie sehen hier diesen Effekt nochmal dargestellt an Härteeindrücken. Die Rissflanken hier, die wandern hin und her. Sie sehen schön, wie die Energie abgebaut wird. Oder hier bei einem hochharten Material, wo der Riss einfach gerade durchgeht. Innerhalb der Plansee-Gruppe, zu der wir gehören, ist das Hartmetall bei uns eine komplette Prozesskette, die anfängt in der langfristigen Versorgung mit Erzen. Wir haben da langfristige Kontrakte. Wolfram, wie Sie wissen, ist durchaus ein kritischer Werkstoff, ist auch von der Bundesregierung als strategischer Werkstoff eingeordnet worden, schon einige Jahre her. Mittlerweile kommt Kobalt auch dazu als Nebeneffekt der E-Mobilität. Was das Wolfram angeht, haben wir die Prozesskette eigentlich komplett in der Plansee-Gruppe unserer Muttergesellschaft im Griff. Wir haben die Langzeitkontrakte mit den Minen. Wir nutzen auch Hartstoffrecycling, Hartschrotte in dem Prozess, um damit zu dem APT zu kommen. Das ist ein Rohstoff, der auch marktgelistet ist. Die nächste Stufe vom APT geht in die Wolframoxid. Das klassische Wolframoxid, rein chemisch, stöchiometrisch, wäre ein WO3. In der Natur gibt es aber Indi 20, wo der Sauerstoffanteil etwas anders ist. Farblich geht das von Gelb nach Grün nach Blau. Die nächsten Stufen, die wir in der Plansee, aber auch in der Ceradesit-Gruppe selber in unserem Unternehmen fahren, die Blauoxide, haben etwa eine Korngröße von 200 mal 200 μ kubische Teile. Und über den Reduktionsprozess zum Metall stellen wir die Korngröße ein. Also aus diesen, sagen wir mal, großen Würfeln, 200 mal 200 μ, machen wir hier ein hexagonales Metall und das hat eine Korngröße zwischen 0,2 und 20 Mikrometer. Das ist die Korngröße, die Sie nachher auch in der gesinterten Struktur wiederfinden. Wir malen da also nichts runter. Der Abrieb wäre immens. Aus dem Wolframmetall wird durch Karborierung ein Wolframcarbid hergestellt. Das ist dann der Rohstoff Wolframcarbid, wie wir ihn dann einsetzen. Und im Direktpressen, wir haben vorhin gesehen, die pulvermetallurgischen Stähle. Diese Pulver sind immer noch sehr fein, können nicht gehandelt werden. Und im Ready-to-Press, Direktpresspulver, mischen wir halt die Legierungselemente, die Binder mit dem Wolframcarbid. Den Prozessschritt von hier nach da zeige ich Ihnen gleich, aber letztendlich kommen daraus die Werkzeuge, die wir halt hier zum Beispiel in der Umformtechnik herstellen. Hier haben wir eine Presse, die bis zu 400 Tonnen geht. Hier haben wir eine Isostatpresse, die hat 1,20 Meter Durchmesser und 1,50 Meter Höhe. Sie sehen, die Bauteildimensionen, in denen wir sind, sind sehr unterschiedlich. Unser Bauteilportfolio kann zwischen 0,1 Gramm liegen bis hin zu 800 Kilogramm, weil wir verschiedenste Anwendungsbereiche bis hin zur Ölindustrie abdecken, wo halt solche großen Bauteile immer gefördert werden. Oder auch Walzen in der Stahlindustrie. Heute fokussieren wir uns auf die Umformtechnik. Der Pulverpressling wird dann bearbeitet. Im Prinzip kann man alles mit diesem Pulverpressling machen, wie Sie es auch in der metallischen Bearbeitung kennen. Sie müssen sich nur überlegen, dass der Pulverpressling die Konsistenz und die Festigkeit einer Kreide hat. Aber da können Sie drehen, fräsen, bohren, Gewinde reinmachen, alles geht. Der Pulverpressling an sich hat nur eine Dichte von etwa 60%, das heißt 40% des Volumens von diesem Block hier sind immer noch Poren. Der wird deswegen in einem Ofen, hier in einem Sinter-Hip-Ofen, auf dicht gesintert. Da ist die Porosität definitiv null.
sonst kriegen wir Probleme mit den mechanischen Eigenschaften. Sinterprozess geht bis zu 1500 Grad und bei 1500 Grad kann man dann noch 100 Bar Gasdruck dazugeben, damit das auch wirklich porenfrei ist. Die weiteren Bearbeitungsschritte sind natürlich abhängig von unserem Maschinenpark und auch vor allem von den Menschen, die die bedienen, ist sehr, sehr anwendungsspezifisch. Hier sind jetzt die Maschinen dargestellt, die für die Umformtechnik kommen. Da wird sehr viel erodiert, da wird sehr viel gefräst und geschliffen. Last not least, sehr wichtig ist natürlich Materialprüfung und Qualitätskontrolle, wo wir die verschiedensten Möglichkeiten in-house abbilden. Ich gebe jetzt über zu meinem Kollegen Herrn Bezzola. Der Standort Como, das ist Norditalien, in der Nähe von Mailand, wurde gegründet 1957. Das heißt, wir haben letztes Jahr den 60. Geburtstag gefeiert. Die Anwendung Umformtechnik war da von Anfang an ein Hauptthema. Das heißt, die Kollegen haben in Summe 60 Jahre Erfahrung. Mitarbeiterstand heute sind etwa 180 Kollegen und der Umsatz liegt bei 22 Millionen. Aber jetzt übergebe ich an dich, Bernardo. Thank you. All the tools for the metal forming industry, which I will talk about today, are produced in Acerio, so in this plant. We have a long history, so 60 years of history in the production of this kind of tools in specifically. This is the carbide grades that we have available. The whole Ceratizis group has about 120 different carbide grades. We only employ about 25. And these grades cover our needs. So in the metal forming industry, we need this range of materials typically. This range of materials, so going from very, very hard materials with hardness around 2,000 vickers, all the way to tough materials. To tough materials, I mean a high binder content, big grain sizes and hardness, which is comparable with tool steels. When I talk about tools for the metal forming industry, I mean four main classes of tools for us. I'll just quickly go through them. So I talk about stamping tools and stamping punches. These tools are mainly produced completely finished by us. So it means tools that have been sintered, ground, polished, often by hand and mounted in a steel casing, as well as punches, which are again ground, often in full carbide, often with coatings. I will show you something later. And these kind of tools are used by our customers in the automotive industry, in the production of bearings, for example, as well as in the production of fasteners. Another segment in which we have been active since the beginning is the drawing industry. So it's for the production of wire, bars or tubes in different metal grades. In this case, we can produce anything from simple as sintered nibs, so only semi-finished parts used for the production of wire or very thin materials, all the way to the completely finished tools, drawing tools and mandrels, which can be used for the used directly by our customers to produce tubes, to produce bars in different shapes and sizes. A third segment, which people don't often think about, is the nail making industry. Nails are typically produced on dedicated machines. This machine can work to speeds up to 2,000 nails per minute, so very, very fast. And in order to withstand those kind of stresses and those kind of speeds, carbide is needed. So what we do is we produce the full product range for these kind of machines, and these often include grippers, which clamp the wire, and punches, which are used for the production of the head of the nail, as well as the cutters, which cut the point and form the point of the nail. The last segment in which we're active is hammering, so forging. This kind of technology is used in the automotive industry to produce shafts, but also in the gun industry, for example, towards production of the barrels. In this case, we produce hammers, full carbide hammers, as well as the mandrels, which are used in this production. Something which, of course, it's interesting here is also coatings. We produce completely finished tungsten carbide tools, but coatings are being used more and more in order to extend the tool life or to do something which was not possible before. We employ both PVD coatings and CVD coatings, of course, depending on the application, depending on the working conditions, but we definitely need both of them. Now, in the last slides, I want to show you a couple of examples in which
tungsten carbide and coatings are coming together for the advantage of our customers to do something better or something which was not possible before. The first example I want to show you is regarding the production of piston pins. So piston pins is the element connecting the piston to the rest of the engine. This is typically produced on multi-stage cold forming machines, like national machines. And in the production of these kind of tools, the production of the hole is needed. So typically in the third stage of the forging, the hole is produced using this kind of tool. So it's a punch made in full tungsten carbide with a coating. If we look at the way this tool works, it's and the conditions in which this tool works is really quite tough. We're talking about steel, of course it's working steel, at speeds which can go between 45 and 75 strokes per minute. So the impact that this kind of tool is receiving every time can be quite significant. The stroke of the punch is also quite high, it can reach 60 millimeters. And when we look at the load which is acting on the punch, this can reach more than 100 tons. So then translating it, it means a compressive stress of more than 4,000 megapascal inside the tool. The lubrication conditions are quite difficult. The surface on which this punch is working is not prepared. It's a cut surface, so it means no solid lubricant, no soap. And also as well, the fact that the stroke is quite long means that the oil is going to have great difficulties to be in the working area during the process. And all of this is translating in the fact that the temperature on the punch during the process can be very high. We have done some simulations, we have done some experiments with our customers, and we know that a quite common temperature in this area of the tool can be 700 Celsius degrees. So the working conditions for these kind of tools are quite tough. And this means that both the material used and the coating need to have some very specific requirements. So when we look at the requirements for the material itself, for the tungsten carbide, we need some impact resistance. If the material is too hard, it will immediately break during the impact with the working tool. Something also very important is a resistance to bending. If we have a material which is too tough, or let's say too weak, too flexible, what will happen is that this piece will tend to bend during the stamping, and by bending it will immediately fail in this area, which is something of course we need to avoid. Typically a high resistance to bending is given by a hard material, so with little cobalt content and fine grain size, which is also the same for wear resistance. And as well, to resist the 4,000 megapascal compressive strength, we also need a high strength in this field. So we have quite different requirements, and so we always need to find the best compromise. So typically for these kind of tools, we need to use fine or sub-micron grain sizes and a cobalt content which can be between 10 and 12%. When we look at the coating, we also see that we need some quite special coatings. So for once, the high temperature resistance. We have done some tests in the past and we know that standard or simple coatings cannot withstand successfully these kind of conditions. Of course, we also need a low coefficient of friction, which helps with the load, which helps with the temperature, and of course, hardness and wear resistance, so that our customers can use these tools longer and having high quality pieces. What we've seen is that the best combination of these kind of properties is given by an Alcrona Pro coating. We are supplying this kind of coating to our customers and we are having very good feedback. One last point about this is that all of this is true. It's also very important to have a stable process, is to have very good surface finishes and very good surface roughnesses. So typically this means a double polishing before and after the coating, just to make sure that the tool is in the best conditions. The second example I want to give you is about a drawing industry. We have been producing drawing tools for over 60 years, but what we have seen in the past, let's say 10 years, is two main trends. On one side is an increased speed of the machines. So since a few years, companies like Danieli in Italy have been producing these kind of drawing benches. These benches work with trucks. So the material is pulled through the die at much higher speeds. In the case of steel, I can talk about 100 meters per minute, is quite reasonable. In the case of copper, for instance, it can be up to 400 meters per minute, so much higher speed than traditional
traditional benches. And this, of course, will have an increased productivity for the customer if the tool can keep up with this productivity. And another trend is more demanding materials, so new steel grades, for example, titanium alloys or different grades, which can be harder to work. So in order to give to our customers tools that can work with this kind of new technologies, we also had to improve our product portfolio, and we have done this through the use of coatings. So today we are offering to our customers, as standard in our catalog, two dedicated solutions, so drawing tools, which are designed to work with coatings. One of them is the what we call master die, so it's this kind of tool. This has a carbide insert coated using a CVD coating, which is mounted inside two steel casings. The CVD coating, usually we use a tin coating. Of course, CVD in this case is needed to have a complete coating of the internal profile with a high thickness, which sometimes PVD can give us problem with. Or another solution that we have is a serie oro, so this is this kind of design. And in this case, it's always a CVD coating. This kind of tool can also be regenerated. So the carbide can be extracted, pre-polished, re-coated, and then mounted again. So the customer can use it several times. This kind of solution have several advantages for our customer. On one side, it's increased productivity. As I wrote here, it's quite common to have a doubling of productivity using this kind of technology compared to uncoated carbide. The price of the tool is not the double, so it has an economical advantage for the customer. Very important is also this second point. Typically in the working of stainless steel materials, the material tend to stick to the tool quite a lot. So it's quite common to have to stop the production, repolish the tool, remove the stuck material and then start again. Doing this on a very fast drawing bench is not convenient, so using this kind of tool, the sticking is much less. The customer can just keep working without having to do any maintenance, and so increasing dramatically the productivity, as well as the possibility to regenerate this kind of tool. This was just really a couple of examples, but we have several others in which using tungsten carbide and using coatings is giving our customers a big advantage in their application. Thank you for your attention.